Die Fortschritte der Medizin haben bewirkt, dass sich die Lebensspanne des Menschen enorm verlängert hat. Die Lebensspanne hat sich verdoppelt in den letzten 100 Jahren. Die Lebensspanne hat sich verlängert. An der Gesundheitsspanne hat sich nichts verändert, allen medizinischen Fortschritten zum Trotz. Sie erkennen den Unterschied zwischen Lebensspanne und Gesundheitsspanne. Ist das, was wir wollen, ist, solange wie wir leben, wollen wir fit, dynamisch, leistungsfähig bleiben. Egal wie lang wir leben, wollen wir die Schnürsenkel noch selber zubinden können. Das Problem ist, dass Sie geboren werden zunächst einmal mit 100% Organfunktion. 100% bekommen Sie frei Haus mit auf den Weg, brauchen Sie nichts dafür zu tun. 100% Funktion der Lungen, der Leber, der Nieren, des Herzens, der Milz, des Gehirns. 100% bekommen Sie geschenkt. Die Gemeinheit ist, von diesen 100% können Sie persönlich 70% verlieren und Sie selber spüren nichts. Subjektiv gibt es keinen Unterschied zwischen 100% Organfunktion und 35% Organfunktion. Ihre Frau ahnt vielleicht schon was, aber man selber spürt es nicht so. Dagegen kämpfen wir Ärzte im Krankenhaus, wir Ärzte in der Praxis jeden Tag. Wir checken Patienten durch, wir messen was. Wir messen zum Beispiel Cholesterin zu hoch, Harnsäure zu hoch, Triglyceride zu hoch, Harnsäure zu hoch, Blutdruck zu hoch. Die rauchen zu viel, bewegen sich zu wenig, haben zu viel Stress. Da versucht der Hausarzt höflich, aber bestimmt auf den Patienten einzuwirken. Lieber Patient, hohes Cholesterin heute ausnahmsweise mal kein Problem. Auf lange Sicht, wenn es so bleibt, kriegst du aber einen Herzinfarkt. Hoher Blutdruck heute ausnahmsweise mal kein Problem. Auf lange Sicht, wenn es so bleibt, kriegst du aber einen Schlaganfall. Rauchen heute ausnahmsweise am Geburtstag kein Problem. Auf lange Sicht, wenn es weitermachst, kriegst Lungenkrebs, Raucherbein, was gerade willst. Da reagieren die Patienten alle sehr höflich. Die wissen alle, einen Arzt lacht man nicht laut aus. Die beherrschen sich und lächeln den Arzt so leise innerlich im Hinterkopf aus. Denken sich, ach Doktorchen, du mit deinen Lehrbüchern. Du bist auch Theoretiker, ich bin der Praktiker. Du kennst die Bücher, ich kenne das Leben. Bisschen Cholesterin soll gefährlich sein, ich habe Pfeifendeckel. Bisschen erhöhter Blutdruck soll schädlich sein, stimmt doch gar nicht. Rauchen soll ungesund sein, stimmt auch nicht. Schau mich da an, lebendiges Gegenbeweis. Seit 10 Jahren Cholesterin zu hoch, seit 15 Jahren Blutdruck zu hoch, seit 20 Jahren rauche ich. Aber das kann alles gar nicht so schlimm sein, weil mir geht's doch noch gut. Die Amerikaner, die etwas pietätlos sind, wie Sie alle wissen, nennen diesen Satz, mir geht's doch noch gut, famous last words, berühmte letzte Worte. Ihm ging's doch so gut. 100% bekommen Sie geschenkt, von den 100% können Sie 70% verlieren und selber spüren Sie nichts. Er ist beim berühmten 30% Fall angekommen. Erst wenn die ursprüngliche Organfunktion auf 30% reduziert wurde, erst jetzt drückt der Schuh, erst jetzt gehen die Patienten zum Arzt und sagen wirklich, Doktor, hilf. Vorher, das sind so Höflichkeitsbesuche, sich durchchecken lassen, nichts verändern. Beim 30%-Fall will man was verändern. Nennt man Leidensdruck. Das ist also überhaupt kein Problem, eine berufliche Karriere auf biologischen Pump aufzubauen. Machen viele Menschen, riskieren lange Zeit die Gesundheit, um Geld zu verdienen. Kommen sie das Geld beieinander, müssen das Geld wieder ausgeben, um die Gesundheit zurückzuerlangen. Geht regelmäßig in die Hose. Prominentes Beispiel, wie es in die Hose ging, war Eberhard Feig, wenn Sie kannten. Eberhard Feig, zurzeit tot, Kommissar Tanner im Tatort, hat vieles, vieles von dem falsch gemacht, was Kopfarbeiter, Führungskräfte, Unternehmer heute auch falsch machen. Er hat seine berufliche Karriere auf biologischen Pump aufgebaut. Der Haus hat das immer schon kommen sehen. Mit Eberhard, Eberhard, wenn du so weitermachst, das nimmt ein böses Ende. Seit ich dich kenne, ist dein Cholesterin zu hoch. Gar nicht exorbitant, aber immer ein bisschen. Schöne Regelmäßigkeit. Seit ich dich kenne, ist der Blutdruck zu hoch. Gar nicht fulminant, aber immer ein bisschen. Schöne Regelmäßigkeit. Seit ich dich kenne, sage ich dir, beweg dich mehr, dass du viel Stress musst. Du musst was tun dagegen. Seit ich dich kenne, sage ich, hör das Rauchen auf. Auf lange Sicht ist es ungesund. Der Eberhard Feig, der war nicht dumm. Der wusste, das sind Risikofaktoren. Er hat gesagt, Doktor, ich sehe es ja ein, du hast ja völlig recht, ich sollte mich ändern, konjunktiv, ich sollte mich ändern. Im Augenblick spüre ich aber nichts, also so weiter. Und sobald ich was spüre, das verspreche ich, dann werde ich mich ändern. Gesagt, getan, eines Tages spürt er was, seinen persönlichen 30%-Fall, hieß bei ihm halt Herzinfarkt. 46 Jahre, Herzinfarkt. Eigentlich noch kein Alter.
der erstmal großes Glück gehabt hat, dass er überhaupt wieder aufgestanden ist. Sie müssen wissen, 60% der Patienten bleiben nach dem ersten Herzinfarkt gleich immer liegen. Die stehen erst am jüngsten Tag wieder auf. Also Eberhard Falk hat Glück gehabt, dass er den ersten Infarkt überlebt hat. Nochmal Glück gehabt, dass er krankenversichert war. Wenn Sie in den USA wohnen, wo es keine Solidargemeinschaft gibt und Sie brauchen einen Bypass, den müssen Sie da selber zahlen. Und so ein Bypass kostet $90.000. Wer das Geld nicht hat, der kriegt keinen Bypass in den USA. So einfach sind bei denen die Spielregeln. Und wer das Geld nicht hat, wird er keine Bank der Welt finden, die jetzt mal den Weg frei macht. Die können alle rechnen. Also Eberhard Falk wurde operiert und wie das geht, wissen Sie alle heutzutage, sind alle Spezialisten mittlerweile. Sie haben alle ihre Fachliteratur studiert. Bunte, Brigitte, Madame, Elle und Vogue. Sie haben alle ihre Vorlesungen besucht. Vorlesung Schwarzwaldklinik, Vorlesung nach Schwester Stefanie, Vorlesung Emergency Room. Wenn Sie dürften, Sie können das alle selber operieren. So oft haben Sie schon zugeschaut. Wenn Sie festgeschnallt auf dem OP-Tisch, bei den Herren wird die Brust rasiert, dann wird desinfiziert, da gibt es so oszillierende Sägen, die kennen Sie aus dem lokalen Heimwerkermarkt, die werden oben angesetzt und bzzz, Brustbein aufgesägt, da staubt ein bisschen, wo gehobelt wird, da fallen nun mal Späne, da kommt ein großer Kastensperrer drauf, chirurgische Haken rein und dann wird die Kiste aufgerödelt. Da sieht man, der Brustkorb sich öffnet und drunter das Herzchen bumpert. Im Alter von 46 Jahren hat er 4 Bypässe gebraucht, 4 Umgehungskreisläufe und verstopfte Herzkranzarterien. Postoperativ ein vorbildlicher Patient. Nach der Operation hat all das gemacht, was der Arzt ihm vorher gesagt hat. Hat ein tägliches Bewegungsprogramm absolviert. Hat dadurch sein Cholesterin in den Griff bekommen, hat seinen Blutdruck in den Griff bekommen, hat von Stund an hiermit aufgehört. Die Moral von der Geschichte, mit 50 war er trotzdem tot. Hätte auch weiter rauchen können, oder? Wäre konsequent gewesen. Was ich Ihnen sagen möchte, wenn Sie was spüren, ist es eigentlich schon zu spät. Da bin ich ja so froh, dass Sie alles jugendlich, dynamisch, taufrisch heute da sitzen. Möglichst nah bei den 100%, möglichst weit weg von den 30%. Dass Ihr Leben so weiter verläuft, zumindest so weiter verläuft. Diesen waagerechten Pfeil nennen wir die präventive Medizin. Hört sich für viele an wie eingeschlafene Füße. Denken sich Gesundheit, ein Geschenk Gottes. Wenn ich gesund bin, habe ich Glück gehabt. Und wenn ich krank werde, habe ich Pech gehabt. Stimmt nicht. Wir machen die Gesundheit selber, wissen wir genau, wie es geht. Auch die Krankheit machen wir selber. Keine Krankheit fällt vom Himmel. Nun stellen Sie sich mal vor, Sie fühlen sich pudelwohl. Sie sind topfit, können Bäume ausreißen. So gehen Sie im Hausarzt und sagen, Doktor, ich fühle mich topfit, ich kann Bäume ausreißen. Ich möchte einfach nur, dass es so bleibt. Du bist der Fachmann, was soll ich tun? Wissen Sie, was da passiert? Ihr Hausarzt, der zuckt erstmal zusammen. Sagt mal Glückwunsch, dass es Ihnen so gut geht. Ich wünschte mir selber, ging es auch so gut. Aber was du von mir verlangst hier, habe ich nicht gelernt. Ich habe gelernt, 30.000 Krankheiten, aber keine einzige Gesundheit. Jetzt im Augenblick kann ich dir nicht weiterhelfen. Wenn es soweit ist, kommt es wieder, da kenne ich mich aus. Übrigens nur 1% von allem Geld, was ausgegeben wird im Gesundheitswesen, nur 1% geht dahin, wie verhindere ich die Krankheit. 99% geht dahin, wie behandle ich die Krankheit. Von meinem Dafürhalten, der Ansatz ist ein bisschen verkehrt.